Ja, servus, ich bin der Binzer, ich komme aus dem Bayerischen Wald. Da ist der Dreiviertel zur Winter und der Viertel zur Kalt. Freut mich sehr, dass ich heute hier in dieser altehrwürdigen Halle spielen darf. Ich bin eigentlich ein ganz bescheidener Typ. Das kommt daher, weil ich komme aus einer ganz, ganz armen Familie. Ja, wir waren früher sogar so arm, dass die Oma an Weihnachten unsere Plätzchen mit dem eigenen Gebiss ausgestochen hat. Ein Jung in der Oberpfalz, der Opa hat immer gesagt, die Oberpfalz, das Land der zwei Möglichkeiten, wegziehen oder saufen. Also ich wohne immer noch ganz gern da. Ja, mein Management hat extra gesagt, Binzer, wenn du mal vor so viele Menschen spielst, dann musst du auch ein Lied spielen, das viele Menschen anspricht. Da habe ich gesagt, jawohl, das mache ich, Mama. Und ist aber gar nicht so einfach, dass man ein Lied spielt, das viele Menschen anspricht, weil jeder ist ja doch ein bisschen anders. Und also ich finde mich sehr wieder in diesem Lied. Jetzt hoffe ich, dass der eine oder andere von euch dabei ist, der sagt, jawohl, da finde ich mich auch wieder. Es heißt unser Lied. Wir gehen nicht zum Modenschauen, wir tragen keine Haute Couture. Fotografen und Regisseure stehen nicht vor unserer Tür. Wir schauen nicht aus wie Georg Clooney, wir schauen nicht aus wie Heidi Klum. Wenn wir spazieren gehen, dann dreht sich keiner nach uns um. Wir machen kein Pilates, kein Yoga sowieso. Wenn's hochkommt, machen wir heimlich vorm Fernseher Bauch, Beine, Po. Und schauen wir in den Spiegel, dann lachen wir gequält. Wir sind die greislichen Menschen dieser Welt. Das ist eine Mitmachnummer. Jeder, der sich angesprochen fühlt, kann gern mitpfeifen. Wir sorgen für Moneten, für die Kieferorthopäden. Wir werden schön getrunken, bei Kontrollen rausgewunken. Wir haben keinen Stil und keinen Sexappeal. Wir sind so heiß wie ein Sackmehl, wir gucken abends RTL. Greislich zu sein, schön ist es nicht. Aber lieber bin ich gescheit greislich als schön blöd. Vielen Dank. Jetzt wird der eine oder andere von euch sagen: Mensch, mit diesen 109,4 Kilogramm. Ja, wir haben so viel dabei, dass wir sogar verkaufen. Und also, da möchte ich, also ich stelle auf die Zettel um, die ich vorher ausgelegt habe. Ich möchte euch bitten, wirklich alle Zettel mit heim zu nehmen, weil der Hallenwirt hat gesagt, ich darf es bloß auslegen, wenn ich es hinterher auch wieder alle mitnehme. Hätte, was ich gerne hätte, stets eine frische Masse und eine Zigarette von französischem Tabak, von Armani einen Frack, ein Dolch in goldener Scheide und ein weiches Hemd aus Seide. Was ich gerne hätte, einen großen Garten mit einem Löwen an der Kette, Cognac in der Bibliothek und ein 3-Sterne-Pfeffersteak auf Mahagoni-Bier. Vielen Dank.